Das sind alle Skelette, Vorgrim. Einfach mitten durchschlagen. Ja, genau. Ah, du verarzten. Ich habe gerade mal 2 Verbände zusätzlich gekriegt. Ist nicht viel. Feiresheimer Ardo. Wie viel Punkte hat Feires denn noch? Da könnte sie mal ihre AE eigentlich hochschrauben. Oder einfach ihre Intelligenz. Das wäre auch mal eine gute Idee. Nee, das ist ja nicht die Intelligenz, sondern die Intuition. Ja, das war eine gute Idee. Die mal etwas höher zu setzen bei ihr. Ach nee, da über den Fluss teilt es sich schon wieder. Wir müssen erst über diese Brücke gehen. Laurelin, hilf uns. Aber das scheinen dann die letzten beiden Monolithen zu sein. Komm. Ach, ich verstehe, bei Arthur ist die Defensivfähigkeit ausgegangen, weil er zu wenig Ausdauer hatte. Ja. Du kannst ihn da schlagen, Vorgrim. Und da ging der Wuchtschlag daneben. Dafür hat er normal getroffen. Also ganz ehrlich, diese Untoten sind sonderbar. Die hier lassen sich ganz leicht töten und die letzten hätten uns fast getötet. So. Letzter Monolith. Kommt jetzt dieses Mal noch irgendwas Böses oder kommen nur wieder? Es kommt irgendwie immer nur dasselbe. Angriff! Mhm. Hua! Bei meiner Treue! Kugelblitz auf das gut gepanzerte Skelett. Ja? Achtung! Ja? Hua! Bei meiner Treue! Na? Und das sind dann schon wieder so Skelette. Was? Genau das meinte ich. Stehen noch die beiden. Und es stehen auch nur noch Ardo und ich. Fire ist gleich mal verarzten, die wieder aufsteht, und dann Vorgrim verarzten, der wieder aufsteht. Und dann zum Magister zurück teleportieren.
Jetzt haben wir fast die ganze Aufnahme damit verbracht, Untote zu töten. Was ich eigentlich gar nicht eingeplant hatte. Aber das ist das Tolle an dem Spiel. Es bringt einem immer wieder mal was Unerwartetes. Und wehe, jetzt kommt doch irgendwas von wegen Riesen-Skelett-Golem oder so. Oder Skelettriese oder Schlag mich tot, was wir töten müssen, bevor wir damit fertig sind. Ich weiß, ihr werdet es kaum glauben. Ich habe den Riss finden und versiegeln können. Na Gott sei Dank. Und ich habe alle Sternengebilde gefunden und die Untoten zurück ins Bochons Reich geschickt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir nun auch die letzten Überreste meines experimentellen Fehlschlags in seine Schranken zurückweisen konnten. Nehmt zum Dank diese Stiefel als Belohnung. Ja, danke. Ab Dank hoffen wir, dass eure Experimente in Zukunft glimpflicher ablaufen. Oh, wer kommt denn da? Meister, ich konnte ihn nicht aufhalten. Er wollte unbedingt mit euch sprechen. Wer kommt denn jetzt? So, was führt denn einen Diener Borons in meine bescheidene Behausung? Bitte sprecht. Ach, der Boron-Geweiht. Als ob ihr das nicht ganz genau wüsstet, Meister Bruckbart. Ihr seid ein Unruhestifter. Eine Gefahr für die Region. Und ihr bedient euch Methoden, die Boron-Weihe mit Füßen treten. Ja, ganz toll. Jetzt streiten sich ein Priester und ein Magier. Jetzt bin ich im Zwiespalt. Stehe ich auf der Seite des Magisters oder auf der Seite des Boron-Geweihten? Eigentlich muss ich dem Boron-Geweihten als Geode recht geben. Diese Scheiße da gerade eben mit den Untoten war nicht wirklich toll. Deswegen... Was auch immer. Fest steht, ich habe meinen Dienst an der Wissenschaft stets im Geiste der Hesinde verrichtet. Bei den Zwölfen gibt es eben auch Gegensätze, Ehrwürdiger. Okay, dem muss ich dann auch zustimmen. Das sehe ich anders, Magister. Ist es nicht auch Gebot der Hesinde, gefährliches Wissen nicht zu verwenden? Oder wie steht es mit den Auswirkungen eures Tuns? Habt ihr daran auch nur einen einzigen Gedanken verschwendet? Er hat's ja wieder hingebogen. Aber ja, jetzt haben wir wieder einen Zwiespalt. Eigentlich ist das untere in dem Fall logischer, weil das mit den Ghulen hätte er früher bemerken müssen. Also solltet ihr da nicht vor der eigenen Tür kehren, Ehrenwürdiger. Nehmt nur die Geschichte mit der verfluchten Gruft. Wäre es euch nicht an euch gewesen, dies eher zu bemerken? Nun ja, da habt ihr nicht ganz Unrecht. Mein Verdacht beschränkte sich allzu früh auf den Magister. Doch darüber soll Boron mein Richter sein. Ich möchte einfach nur keine unbedachten magischen Experimente mehr. Okay, das ist ein guter Kompromiss. Nicht nötig, das von mir zu fordern. Das Buch, das als Grundlage für meine Arbeit diente, ist bei dem ersten Vorfall mit der Domäne des Feuers abhanden gekommen. Ihr dürft also triumphieren. Meine Forschungen werde ich aber dennoch fortsetzen. Also abhanden gekommen ist es verbrannt. Hoffen wir, dass die Forschung nicht wieder nach hinten los. Vielleicht eine Fügung der Götter, mein Lieber. Ich will gar nicht wissen, woher dieses Buch stammte. Nun gut, ich will kein weiteres Aufhebens davon machen. Ein Anliegen jedoch bleibt. Bitte, geht in Zukunft mit mehr Bedacht vor. Ja, wie ich gerade sagen wollte, das ist wohl verbrannt. Ja, das ging nach hinten los mit der Feuerdomäne. Hoffen wir mal, dass die beiden friedlich miteinander auskommen, der Priester und der Magier. Das werde ich. Doch muss ich ergründen, was es mit diesen Monolithen auf sich hat. Etwas hat von der anderen Seite nach einem Weg in die dritte Sphäre gesucht. Ohne mein Zutun. Ich werde den Stand der Sterne noch einmal prüfen. Auf bald, Ehrwürdiger. Okay. Das war's dann wohl. Oder hat er noch was für uns? Oh, Besuch. Kommt ihr, meinen Rat zu suchen? Was verkauft er denn? Erstmal gucken, was bringen die Magieschuhe?
Magierschuhe. Nicht für Rasse Zwerg. Bringen nur linkes und rechtes Bein plus 3. Schade. Die würde ich zu gerne anziehen. Ja. Was? Ich kann sie nicht tragen. Ja? Fyris kann sie aber tragen. Sie ist ja eigentlich auch so ein bisschen, ist ja auch magiebegabt. Und sehen gar nicht mal so schlecht aus. Geschnürte Lederstiefel. Mhm. Fargrim könnte mal neue Stiefel gebrauchen. Also werden wir, bevor wir uns von hier verabschieden, erstmal das Amulett wieder anlegen. Also bevor wir uns aus Nadoret wieder verabschieden, nochmal kurz beim Händler, beim Rüstungshändler vorbeisehen und für Fargrim bessere Schuhe kaufen. Ich hätte ihm die Wasserstiefel des Piratens geben können. Aber ja, jetzt hat Fyris endlich mal... Jetzt hat Fyris wenigstens mal gescheite Schuhe und Ardo hat schon wieder seine Defensivfähigkeit verloren. Was haben wir denn noch so an Aufgaben? Das ist in der Ruine und das ist auch in... Also das ist in den Sümpfen und das ist in den Sümpfen, also bei den Elfen. Das ist das Jagdgebiet, das ist Nadoret. Das ist auch bei den Elfen. Das ist irgendwo, keine Ahnung wo. Effert-Tempel. Jetzt würde ich sagen, wir gehen nochmal zu den Elfen. Gucken da, dass wir da die Quests machen. Und dann gehen wir mal in dieses Jagdgebiet. Ich will nämlich wissen, was da vor sich geht. Aber erst einmal will ich zurück zu Filiason. Und ja, ich bin immer noch gedrängt, ihn Filison zu nennen. Ihr habt euch recht. Zeigt mal, was ihr habt. Na? Stulpenstiefel bringen nichts. Andere Stulpenstiefel bringen auch nichts. Irlanderschuhe können nicht von Zwergen benutzt werden. Schnürstiefel. Nicht für Rassen Elf, Mittelleder, Torwaller. Ja, super. Und Halbschuhe. Und da wären noch die torwallischen Wasserstiefel. Nee. Einfach nee. Verkaufen wir ihm lieber das Zeug hier. Und Handel abschließen. Und dann gehen wir zurück zur Talaria. So. Hafen. Hört, Bürger von Nadoret. Da ist ein blau leuchtender Kuano, den wir schon aus größerer Entfernung sehen. So, hier runter. Und aufs Schiff. Und dann zurück nach die zur Elfenstadt. Hallo. Ich komme immer gern nach Nadoret. Hier scheint Nachricht. Was kann ich für euch tun? Ja, ja. Bitte Fahrpfad bereit machen. Elfenwald. Die Zollfeste, das haben wir eigentlich größtenteils abgeschlossen. Dann als nächstes will ich ins Jagdrevier. Aber bevor wir jetzt weitermachen, speichere ich erst einmal wieder richtig. LP 029 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.